herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal Elektronikblog. Das heutige Video ist wieder ein 300-Sekunden-Tutorial. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr einen Joystick an den Arduino anschließen und auslesen könnt. Dann würde ich sagen, los geht's nach dem Intro. Nur einen Arduino, einen Joystick und ein paar Jumperkabel zum Anschließen. So, dann würde ich sagen, der Timer geht los ab jetzt. Schauen wir uns nun als erstes einmal den Joystick genauer an. Den Joystick kann man hier so bewegen und das Ganze wird sozusagen gemessen von zwei Potis. Hier ist ein Poti, dieses Ding hier, und einmal hier von diesem Poti wird diese Achse gemessen. Dieser Joystick hat außerdem hier noch einen Druckknopf, das heißt, wenn ich hier oben drauf drücke, hier, dann wird dieser Knopf gedrückt. Und ja, die Anschlüsse, ich nehme das hier einmal kurz ab, so funktioniert das ganze Teil hier. Dann schauen wir uns kurz die Pins an. Wir haben hier einmal Ground, kommt auf Ground beim Arduino. Einmal 5 Volt kommt bei 5 Volt beim Arduino dran. Einmal VRX, das ist die X-Variable, wo sich dieser Sockel gerade befindet, dann einmal VRY, das ist die Y-Variable, wo er sich gerade befindet, und einmal SW, das ist der Pin, der für den Taster, der sagt, ob der Taster gerade gedrückt ist. VRX kommt an den analogen Eingang A0. VRY kommt am analogen Eingang A1 und SW kommt einmal an Datenpin 7. Und so wie ich euch das jetzt gezeigt habe, so schließen wir das Ganze jetzt an. Wie schon eben erwähnt, 5 Ground minus Plus, das ist eh klar. Und die X-Variable an A0 und die Y an A1. So, und wenn wir das Ganze jetzt angeschlossen haben, dann können wir auch schon ans Programmieren gehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir an den Computer und ich zeige euch, wie das Programm aufgebaut ist und wir jetzt diesen Joystick auslesen könnt. Los geht's! So, jetzt am Computer zeige ich euch schnell einmal das Sketch. Das ist das Sketch. Das könnt ihr euch unten in der Videobeschreibung downloaden. Gehen wir das mal kurz durch. Hier oben haben wir einmal zwei Variablen, einmal JoyX und JoyY. Dann einmal eine Bool-Variable Button. Eine Bool-Variable kann immer nur einen Wert von 1 und 0 haben. Dann einmal hier im Setup starten wir die serielle Schnittstelle. Mit Pin-Mode deklarieren wir den Button-Pin. Den haben wir hier auch noch. In Button-Pin an Digital-Pin 7. Definieren wir als Input und schalten außerdem noch den Pull-Up ein. Dann im Loop machen wir einmal hier JoyX gleich Analog Read A0. Ich mache das hier noch kurz weg, das erkläre ich euch gleich, was das ist. Dann hier JoyY gleich Analog Read A1. Dann Button einmal Digital Read Button Pin. Dann gehen wir an mit Serial Print X gleich JoyX, dann Y, was Y ist, und hier bei Button geben wir den Button-Wert aus. Allerdings geben wir da noch ein Ausrufezeichen davor. Wenn man ein Ausrufezeichen davor setzt, wird immer das Gegenteil. Das heißt, wenn Button 1 ist, dann gibt er 0 aus, und wenn 0 ist, gibt er uns eine 1 aus. Weil nämlich beim Joystick ist es so, wenn der Button gedrückt ist, ist es 0 und wenn er nicht gedrückt ist, ist es 1. Aber ich will es genau umgekehrt haben, wenn der Button gedrückt ist, eine 1. Und das Ganze geben wir aus. Das hier unten kann ich einen noch löschen. Das hier geben wir aus. Und wenn man das Ganze jetzt hier hochlädt und dann den Serial Monitor hier oben öffnet, dann wird uns hier jetzt das Ganze angezeigt. Jetzt habe ich den Joystick gerade nicht, also ich bewege ihn nicht. Wir sehen hier bei X und Y aber keine 0. Wir sehen hier bei X eine 519 und bei Y eine 495. So, wenn wir jetzt allerdings haben wollen,
dass, wenn er in der Mitte steht, 0 ist und kein Pluswert, dann müssen wir hier einmal, also uns erstmal die Daten merken, die was wir hier ausgegeben haben. So, also y 495 und x 519 und dann und hier einmal bei joyx jetzt minus der Wert, der gerade im Serial Monitor stand, 519 an log wieder 1, einmal minus was bei y stand, einmal draufladen und dann einmal den Serial Monitor öffnen, sehen wir jetzt 00. Und wenn ich jetzt einmal hier rüber gehe mit dem, ich bewege hier, sehen wir hier minus 495, wieder 0, plus 528 und hier einmal plus 504 und minus 519. Und das könnte man jetzt zum Beispiel, um einen Motor zu bewegen oder ein Servo zu bewegen, nutzen. So, wenn ich jetzt hier einmal den Button drücke, sehen wir 1, ich lasse ihn wieder los. Und ja, soweit funktioniert das Ganze. Wenn man das jetzt für irgendwas haben will, dann kann man das natürlich noch immer erweitern. Aber das hier ist jetzt einfach der Grundsketch, um diesen Joystick auslesen zu können. Und ja, so einfach könnt ihr einen Joystick an einen Arduino anschließen und auch auslesen. Und ja, würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr etwas dabei gelernt habt, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Und abonniert meinen YouTube-Kanal, um die weiteren Videos nicht zu verpassen. Ich lade wöchentlich ein neues Video hoch. Und ja, das war's. Ciao und bis zum nächsten Mal.